Stundenlang hatte die Polizei das Gebäude belagert. Am späten Freitagnachmittag erfolgte der Zugriff. Einsatzkräfte rücken gegen die beiden Hauptverdächtigen des Anschlags auf die Satirezeitung Charlie Hebdo vor. Die beiden Männer hatten sich nach einer Verfolgungsjagd mit mindestens einer Geisel in der Druckerei im Norden von Paris verschanzt. Laut Ermittlerkreisen sollen die beiden Männer getötet worden sein. Die Geisel sei frei. Auch vom Schauplatz der Geiselnahme in einem jüdischen Lebensmittelgeschäft in Ostparis wurden Schüsse und Explosionen gemeldet. Dort hatte sich mindestens ein Attentäter mit mehreren Geiseln verschanzt.